du jetzt Hochdeutsch reden oder im Dialekt? Hi. Ich denke, wir sind alle irgendwie in der gleichen Situation und sitzen daheim und sind eventuell gelangweilt. Zumindest geht es mir so und ich hätte eigentlich genug Sachen für die Uni zu tun, aber manchmal schiebe ich die Sachen lieber auf und manchmal ist ziemlich untertrieben die meiste Zeit. Und deshalb mache ich auch dieses Video nach Spaß. Das Video wollte ich sowieso machen, also 10 Dinge, die man in Selbstisolation oder Quarantäne machen kann. Erstens, basteln. Und ihr wart eigentlich basteln Kinder eher, und das ist sowas, was man als Erwachsener oder Teenager nicht so tut. Aber, irgendwie, es ist einfach ein netter Zeitvertreib. Man hat was, auf das man sich konzentrieren kann, aber man kann natürlich trotzdem zum Beispiel Hintergrundmusik oder einen Podcast anhören. Ganz ehrlich, es hört sich so dumm an, aber es ist ein bisschen entspannend. Und weil es so entspannend ist, habe ich gleich beschlossen, etwas zu basteln. Nämlich habe ich einen Milchkarton genommen und eine rosafarbene, leicht roséfarbene Schicht drüber gemalt. Ich habe nämlich ein paar verschiedene Inspirationen gesammelt, habe mir aber dann dazu entschlossen, ein Vogelhaus zu bauen. Also habe ich in der Mitte ein Rechteck ausgeschnitten, eine Zunge gemalt und zwei Zähne geschnitten. Das habe ich dann alles fixiert, noch zwei Augen draufgeklebt. Es kommt vielleicht noch eine kleine Kopfbedeckung drauf. Also vielleicht sieht man im nächsten Teil von dieser Serie, wie das fertige Vogelhaus aussieht. Zweiter Tipp, und den empfehle ich wirklich stark, weil das finde ich ziemlich cool, Online-Museen. Jetzt mit Corona gibt es ein paar Museen sogar, wo man einfach online durchgehen kann. Ich habe mir das Deutsche Museum in München schon angeschaut, ich habe in einem in Amsterdam schon reingeschaut und es ist auch wirklich eine coole Gelegenheit, Kunst oder andere Gegenstände zu sehen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Es hilft auch voll gegen die Langeweile und man bildet sie vielleicht auch ein bisschen weiter, weil zum Beispiel im Deutschen Museum gibt es auch einen Audioguide, den man sich einfach gratis anhören kann. Also es ist alles gratis und das finde ich einfach voll cool. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch mehr Museen anschauen. Und theoretisch könnte man auch einen Videocall oder auch einen Anruf mit einem anderen machen und sich das Museum gemeinsam anschauen. Drittens, ich weiß, es gibt Leute, die mögen es überhaupt nicht, aber ich lese wirklich gern. Und ich denke mal, jeder könnte zumindest mal probieren, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu lesen. Ich habe zwei explizite Empfehlungen. Erstens, das Buch, wo man sich schon ewig denkt, ach, ich will das unbedingt lesen, aber irgendwie ist man nie dazukommen oder man schiebt es auf oder so, liest das jetzt. Und zweitens, das Buch, was man sich vielleicht mal von wem ausgeliehen hat, aber auch immer noch nicht gelesen hat und zurückgegeben hat. Also Sabine, falls du das schaust, ich habe dein Buch noch und du hast mein Buch noch. Also, Leute, lest ein bisschen. So viel zum Weiterbilden irgendwie. Museen, lesen, basteln vielleicht eher weniger. Und wir bleiben mal gleich beim Weiterbilden. Nämlich viertens, etwas Neues lernen. Ich habe zwei Vorschläge wieder. Der erste wäre Jonglieren lernen. Ich habe es probiert, also ich musste es probieren in der Schule. Habe kläglich versagt. Und ich werde es noch nicht lernen. Ich habe es jetzt nur fürs Video aufgenommen. Ich bin ganz ehrlich. Oder, ich weiß nicht, ob man es wirklich lernen kann, aber man kann es auf jeden Fall üben. Smarties mit dem Mund auffangen. Ist auf jeden Fall ein cooler Party-Trick. Ist mir so spontan eingefallen. Und die Zahn ist so offen. Fünftens ist nicht mehr ganz so lehrreich, aber bestimmt witzig, falls es funktioniert. Und zwar habe ich ein paar Videos gesehen, wo Leute mit ihren Nachbarn kommunizieren. Also sie kleben irgendwie zum Beispiel ein Hi aufs Fenster und schauen, ob irgendein Nachbar auch aufs Fenster was draufklebt. Weil den Nachbarn ist bestimmt genauso langweilig wie euch. Jetzt kann man neue Leute kennenlernen. Mehr oder weniger kennenlernen. Und es haben mehrere Personen weniger Langeweile. Der nächste Punkt ist, dass man lernt zu häkeln oder zu stricken. Oder alternativ könnte man auch der Mama beim Stricken bzw. Häkeln zuschauen. Siebtens ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ein bisschen aus dem Fenster schauen. Es klingt vielleicht dumm, aber manchmal ist es einfach ganz nett, so aus dem Fenster schauen. Je nachdem im Ausblick, vielleicht auf die Straße, Leute zählen, zurzeit geht es ja wahrscheinlich. Oder Vögel beobachten. Wenn möglich, die Sonne vielleicht ein bisschen genießen. Das war's von dem Punkt. Der nächste Punkt ist so sinnvoll und man will es trotzdem nicht machen, ein paar Sachen vom Handy und vom Laptop löschen. Weil ich weiß ganz genau, wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die das anschauen, falls das überhaupt irgendwer anschaut,
ist das Handy oder der Laptop irgendwie relativ voll, der Speicher. Ich habe jetzt keine Statistik, aber ich nehme es einfach mal an. Jetzt ist die Zeit, einfach mal ein bisschen auszusortieren. Ich mache es auch. Ich nehme es mir wirklich vor, dass ich endlich meinen Laptop, der steht da drüben, deswegen zeige ich da hin, mal aussortiere. Weil da sind so viele Dateien oben. Das gehört einfach weg. Der 9. Punkt ist, dass man was über die Finanzwelt lernen könnte. Könnte sinnvoll sein in Zeiten wie diesen. Und zu guter Letzt, wenn ich fertig bin mit dem Filmen von dem Video, werde ich das erledigen. Nämlich Zeug für die Uni oder für die Schule oder für die Arbeit. Ich meine, das ist so ein Punkt, man will es einfach nicht tun, aber irgendwie muss man es tun. Und der Tipp von meiner Seite, erstens eine To-Do-Liste schreiben mit den Sachen, die man am heutigen Tag tun will. Und zweitens einfach mal anfangen. Weil sobald man angefangen hat, ist es eh nicht mehr so schlimm meistens. Das waren meine ersten 10 Tipps. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat sie die ersten 10 gesagt? Ich habe nämlich vor, das für die nächsten paar Wochen wieder zu machen. Also jede Woche 10 neue Tipps. Ich hoffe, es hat irgendwem geholfen. Es hat irgendwem zumindest eine neue Idee gebracht. Persönlich würde ich vor allem die Online-Museen empfehlen, weil es auch kein großer Aufwand ist. Und lesen. Wobei Basteln auch toll ist. Und eben so Sachen vom Handy löschen ist auch sinnvoll. So viele gute Punkte in dem Video, wow. So gesehen sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Also ich hoffe zumindest, dass es wen so sehr interessiert, dass er oder sie sich es nochmal anschaut. Ah ja, soll ich mir vorstellen? Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin die Katrin übrigens. Und ich versuche zurzeit meine Stirnpflanzen rauswachsen zu lassen. Deswegen schaue ich ein bisschen doof aus. Okay, jetzt reicht's wirklich. Das war's. Ende Gelände. Lassen wir's lieber.